Sigmar Gabriel diskutiert heute hier auf dem Kirchentag in Stuttgart über TTIP und CETA, die Freihandelsabkommen mit den USA und mit Kanada. Wir haben ihn mit einer Flashmob-Aktion begrüßt und dann sind wir auf die Bühne und haben die 400.000 Unterschriften überreicht von Menschen, die sagen, wir wollen nicht, dass CETA kommt. Solange bei CETA genau die alten Schiedsgerichte noch drin sind, sagen wir, die SPD, der Vorsitzende, darf diesem Schiedsgericht nicht zustimmen. Gestern in München haben 40.000 Menschen bei der G7-Demonstration gegen TTIP, gegen CETA demonstriert. Heute ging es weiter hier in Stuttgart. Ganz viele Leute haben sich spontan unserer Flashmob-Aktion angeschlossen und diese Halle hier in eine Demonstration verwandelt. Herr Gabriel war sichtlich beeindruckt, auch von den 400.000 Unterschriften, die wir ihm überreicht haben. Und er hat versprochen, allen 400.000 Unterzeichnern zu antworten. Wir sind gespannt, was da an Antwort kommt.